Raute Musik Rock. Das Beste aus Alternative, Punk und Indie Rock. Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Richard Hässlich, Trommler der Band Reisegruppe Hässlich. Ich nehme euch heute mal mit auf eine kulinarische Reise in meine Küche. Ja, da werde ich heute mal mit euch einen Smoothie zaubern. Einen gesunden Bier-Smoothie. Das Ganze nenne ich Bier-Smoothie. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Genau. Wir nehmen etwa 200 Gramm. Was sind denn das? Keine Ahnung, Stachelbeeren oder sowas. 200 Gramm Stachelbeeren. Und packen die in so ein Gefäß. Für einen Mixer. Mixer tut sich da am besten, ist mir aufgefallen. Ich habe es auch mal barfuß versucht, mit Füßen zu zerstampfen. Schlechte Idee. So, dazu finde ich, eignet sich ganz gut. Ist auch gesund, Vitamin C. Ananas haben wir hier. Es dürfte auch so abgewogen, ich habe es schon mal vorbereitet, um die 20 Gramm sein. Mal rein damit. Dann einmal hier Brombeeren, Waldbeeren, Himbeeren oder was das ist. Und eben diese Ananasstückchen. So, jetzt habe ich das Allerwichtigste vergessen, muss ich sagen. Moment. Das wären dann die. Was ist denn das? Himbeeren, glaube ich. Das war jetzt mal davor schon da. So, packen wir auch ein paar rein. Gute Handvoll. So, das ist ein Smoothie. Der Bier-Smoothie unterscheidet sich von anderen Smoothies in seiner Machart. Man macht nämlich unten das Obst rein, holt sich dann ein Bier. Scheiße. Edelstoff, ich würde mal sagen, so Pi mal Daumen, guten Schluck rein. Ja. Schäumt dann natürlich ein bisschen auf, ist aber gut, weil die Aromastoffe lösen sich so aus den Früchten. Es zieht gut durch. Wie sagen die Profis, fällt mir jetzt nicht ein, aber auf jeden Fall noch einen guten Schuss hinterhergeben. Der Deckel kommt drauf. Ich dachte mir jetzt, bevor ich hier lang rumkoche, Smoothie geht immer. Smoothie ist gesund, Smoothie schmeckt. Einmal durchschütteln, gucken, dass das Ganze zu ist. Und das Ganze sauber durchmixen. 12 Sekunden später. Ein Produkt, eine wahnsinnig tolle rosane Farbe. Allein schon neben dem ganzen Stachel. Wunderbar, wunderbar. Ja, das Ganze ist dann auch schon fertig. Es wird geöffnet. Oh ja, Kohlensäure entweicht. Wunderbar. Ein Gedicht ist das. Und dann trinken wir das mal. Prost! Geht nicht gesünder. Ja, wie gesagt, wenn ihr das genaue Rezept wollt, guckt euch das Video an, schreibt mir nochmal. Liebe Grüße, bleibt gesund und macht's gut. Tschüssi.